Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen zurück beim Drachen. Jetzt auch wieder mit Intro. Und ja, es ist extrem trashig, aber ich fand es ganz witzig und es sollte ja auch ein bisschen trashig rüberkommen. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Heute ist der gute Hank Loose an der Reihe, aka Andreas. Und der gute Herr redet sich ja immer damit heraus, dass er aus Ohio kommt und so weiter und dass er deswegen, weil ja USA-Rechte bei ihm gelten, diese Sachen machen darf, weil es als Fair Use gilt. Was eigentlich nicht der Wahrheit entspricht. Also, dass Andreas heißt und aus Ohio kommt schon, aber nicht, dass er dem Fair Use-Prinzip entsprechend arbeitet, nach dem Fair Use-Prinzip arbeitet. Ich habe tatsächlich nur den Eröffnungswitz bisher gesehen. Alles andere ist jetzt erstmal random, bleibt aber natürlich erstmal wieder bei diesen Bildaktionen hier, wie jetzt auch beim letzten Mal. Ja, schauen wir rein. Kakerlake, sich in der Dunkelheit versteckt und sobald es hell wird, huscht es davon. Eieieiei, der kennt sich aber aus, ne? Die Kakerlaken. Ja gut, mein lieber Hank, ne? Also nach 10 Jahren, wo ich permanent mit Kakerlaken zu tun habe, erklärt sich von selbst, denke ich. Muss ich mal die Kakerlaken, die anderen Kakerlaken anrufen. Naja, eine Kakerlake kommt selten allein, mein lieber Hank, ne? Das wird jetzt aber nicht dieser Kram, den wir schon seit 10 Jahren hören, ne? Die haben mein Haus und ich dachte, das wird jetzt so eine Reaction auf einzelne Hater oder so. Na, wer wünscht sich denn da Aufmerksamkeit? Ja, das sind ja mal ganz neue Töne, Hengi. Und ich habe auch einen Instagram-Account, auf dem auch immer relativ hochprofessionelle Bilder gepostet werden. Relativ hochprofessionelle Bilder werden da gepostet. Wovon denn? Bilder von einem echten Mann. Dann folgt mir bitte überall, gebt mir eure Kohle. Ich muss reich werden, ich muss berühmt werden, ich muss voll geil werden, ich muss Fame werden. Was zur Hölle ist denn heute mit dir los, denkt ihr euch bestimmt jetzt? Nee, Rainer, das ist doch mal eine ehrliche Ansage. Sowas wie Sarkasmus gehört nicht zu deinem Wortschatz, Hank, oder? Das ist tatsächlich, da ist, das hat doch kein Profi gestochen, jetzt, wenn ich mir das nochmal angucke. Das ist ja richtig übel. Du musst ja wissen, mit den ganzen schlechten Tattoos, die du hast. Davon abgesehen ist dir schon klar, dass es am Greenscreen-Effekt liegt, dass es so schlecht aussieht, oder? Für mich ist er einfach nur ein netter, ja, wie sagt man das? Kritikerkollege und fertig. Aber naja, gut. Jemand anderen als armselig zu bezeichnen und dadurch zu beleidigen, ist ja auch Kritik. Das ist ja auch keine Beleidigung, mein lieber Hank, ne? Ach so, ja gut. Ich wusste jetzt nicht, dass das meine Schuld ist. Ja, das habe ich auch lange nicht gewusst, aber das hatten mir dann ja nette Menschen im Internet anders kommuniziert. Unter anderem auch du. Von daher, es sind immer die anderen schuld, ne? Du vermutlich nicht, alter Sack, 40 Jahre alt und so. Hä? Die Reaktion von Hank, die war ja richtig gut, Alter. Lass mal umguckt. Hä? Rainer, darum geht's nicht. Das ist immer schön, wenn bei Diskussionen irgendwelche Leute sich irgendeinen Punkt rauspicken, der völlig irrelevant ist und das Gespräch dann versuchen dahin zu lenken. Völliger Schwachsinn. Ach, Hank, du meinst, wie die Sachen, die du immer bringst, dir irgendwas rauszupicken und dann versuchst abzulenken, wenn man dich in irgendeiner Weise an die Wand stellt oder in die Ecke stellt? Ja, toll. Du nicht gerade noch gesagt, dass ich mit deiner Ex-Freundin ins Bett gestiegen wäre? Jetzt kommt er wieder mit neuen Dingen um die Ecke, weil er nicht mehr mit der Keule rausgehen kann, weil er nicht mehr damit umgehen kann. Diesen kleinen Ausschnitt aus einem Livestream nur mal als kleines Anschauungsmaterial. Nö, Rainer, du hast halt mehrere Punkte angegeben, warum du dein Haus verkaufen musstest. Einmal wäre es die Gemeinde gewesen, die dich unter Druck gesetzt hat. Dann hat dich das Gericht unter Druck gesetzt. Du hast recht, Hank. Ich habe mehrere Punkte angegeben. Einmal war es die Gemeinde, einmal war es das Landratsamt und so weiter. Nur du hast in diesem Fall einen kleinen Fehler gemacht. Es war nicht einmal das Landratsamt, einmal die Gemeinde, sondern es war das Gesamte. Es kam alles zusammen. Die Gemeinde, das Landratsamt, die Hater, die Nachbarschaft und. Nicht dann. Das ist ein Unterschied, mein lieber Hank. Das Gesamtbild betrachten, nicht nur den Rahmen. Ach, Rainer. Also bei der Frau Winkelspecht, da kann man sich auch mal vergucken. Ich finde, sie sieht sehr sympathisch aus und macht einen guten Job. Ich meine, mir ist klar, dass das vermutlich einfach nur an Vorbereitung liegt für das Video. Warum hast du so ein Bild neben deinem Rechner liegen?
Das ist gruselig. Dass sie jetzt nicht für jeden Dulli da irgendwo eine Schlafstätte finden muss. Sie ist ja keine Hotelverwalter. Wie heißen denn die da? Concierge? Mein lieber Hank, wenn du etwas Ahnung von den deutschen Gesetzen hättest, dann würdest du wissen, dass die Kommune oder die Gemeinde, in der man lebt, eine Unterkunft stellen muss, wenn man obdachlos ist. Und auch wenn ich das nicht dauerhaft und durchgehend bin, so bin ich es doch immer wieder zeitweilig. Und daher ist die Gemeinde verpflichtet. Und zumindest für den Zeitraum, in dem ich mich in der Gemeinde aufhalte und in dem die mich unterbringen müssen. Und wenn es auch nur mal für einen Tag wäre. Aber bring halt nicht immer die alten Geschichten wieder neu auf, ne? Jedes Mal die gleichen Geschichten, immer wieder von vorne. Rainer, ja, da bist du ja auch überhaupt nicht bekannt dafür. Meine Damen und Herren, die beste Rechtfertigung des Tages. Ufi, wenn es dir nicht darum geht, ne, dann kannst du auch deine Monetarisierung vom Kanal runternehmen. Aber das machst du ja auch nicht. Also lülülü. Warum sollte man denn? Wenn, guck mal, Rainer, du machst doch das auch aus Hingabe und ne? Hättest es ja auch nicht monetarisieren müssen. Was ich monetarisiere, ist mein eigener Content und nicht der gestohlene Content anderer, auf die ich reacte. Okay, gut, jetzt in diesem Fall vielleicht nicht das beste Beispiel, aber im Großen und Ganzen. Aber dir oder anderen wie dir geht es ja nicht ums Geld, Hank, oder? Ach, warte mal, da war aber doch irgendwas. Irgendwas klingelt hier in meinem Kopf. Warte mal kurz. Ach ja, ich hab's. Warum klaust du es dann? Wenn's kein Weil sie damit ist. Wahnsinnig viel Geld verdienen lässt im Augenblick. Und, und dann heißt es was? Ich danke dir, Hank, für diese Aussage, denn damit machst du jedem klar, worum es euch bzw. dir eigentlich wirklich geht. Oder würdest du Menschen raten, ihr Haus zu verkaufen, das dann in ein Auto finanzieren, was keinen Sinn macht, das dann 2 Monate später auch noch zu verlieren oder 6 Monate später, um dann hinterher irgendwo in der Sparkasse zu pennen? Ja, hier wieder das klassische Beispiel. Es wird wieder nur auf Negatives hingewiesen und nicht der Grund, warum ich das Haus verkauft habe oder warum ich das Haus gemacht habe. Hank, warum gräbst du nicht mal die Gründe aus, wieso das der Fall ist, wieso ich gezwungen war dazu? Stattdessen gehst du lieber her und machst dich darüber lustig, dass ich irgendwas gemacht habe. Es sind immer meine Handlungen, die du lustig findest, aber nie die Gründe dafür. Oder machst dich auch nicht darüber lustig oder sonst was. Obwohl, das ist das Lächerliche daran. Was, wenn man mal realistisch ist, nicht sonderlich schwer ist, wenn man keine Freunde hat. Oh, das ist schon wieder Schulhofniveau, ehrlich. Schulhofniveau, damit kennst du dich ja bestens aus, ne? Wie dieses Video hier zeigt. Mini, du hast ein Mikropensi, könnte ich auch sagen. Ist auch keine. Nichts für ungut, Hank, aber mit solchen Beleidigungen bist du der in meinen Augen, der hier das Schulhofniveau an den Tag legt. Und einen YouTube-Kanal habe mit bald jetzt 70.000 Abos. Hier wird an der Stelle auch noch unterschwellig für den Kanal Werbung gemacht, dass er fast 70.000 Abos hat, wobei er auch auf die Fame-Schiene aufspringt, indem er erwähnt, wie viele Abos er hat. Habe ich niemanden gesagt. Ja, und ist doch legitim. Der kann auch noch 50 Mal irgendwelche anderen Kanäle. Rainer ist nur sauer, weil der Ofenkäse hat eben Kanäle und Rainer nicht. Nein, Hank. Es liegt nicht daran, dass ich sauer bin. Es ist eher die Tatsache, dass jemand sagt, der ist nicht famegeil, mich als famegeil hinstellt und dann aber sagt, dass er fast 70.000 Abos hat und dann aber darauf hinaus will, dass ich famegeil bin und er nicht. Aber er erwähnt es und mir wurde das früher immer vorgeworfen, dass ich famegeil bin, nur weil ich gesagt habe, wie viele Abos ich habe oder darauf aufmerksam gemacht habe oder darauf hingewiesen habe. Also wieder mal das zweierlei Maß. Es ist immer das Gleiche mit euch. Rainer hat TikTok. Mit mehr Fans als die Hater-Abos. Nur so mal nebenbei. Und obwohl YouTube deutlich größer als Plattform und Reichweite ist. Ach, ich bin famegeil. Und werde ich auch niemandem sagen. Warum auch? Ich bin absolut zufrieden mit meinem Leben außerhalb des Internets. Du bist absolut zufrieden mit deinem eigenen Leben. Und deswegen zerstörst du das Leben anderer. Er zerstört es, Rainer? Ohne solche Leute hättest du gar nichts. Mein lieber Hank, das ist falsch, was du da sagst. Ich hätte, wenn das nicht wäre, alles. Ich hätte noch mein Haus, ich hätte noch meinen Hof, ich wäre nicht verurteilt worden und so weiter und so fort. Was ich nicht hätte, wären Hater und Menschen, die mich tot sehen wollen oder es so den Anschein erwecken, als ob sie mich tot sehen wollen würden. Das heißt im Klartext, ja, ich hätte eigentlich alles ohne das. Nee, das ist einfach falsch, diese Aussage, Hank.
Und das begreift auch jeder, der sich mehr als 5 Sekunden mit meiner Thematik beschäftigt. Reichweiten generieren, damit ich mich toll fühlen kann, so wie Rainer es hier darstellt. Ich stelle überhaupt nichts dar. Ich weise lediglich auf die Fakten hin. Die Fakten sind, du benutzt Content von jemandem, von dem du weißt, wenn du eine gewisse Art von Provokation an den Tag legst, werden genug andere Leute, die das anschauen, darauf aufspringen und dadurch wirst du deinen Fame weiter ausarbeiten können. Nee, Rainer, er berichtet einfach nur in sachlicher Art und Weise über dich. Und da du das selber nicht kannst, hat er natürlich mehr Leute, die sich das anschauen, als du selber. Ich dachte, wir hatten miteinander schon mal darüber korrespondiert, dass es eben keine sachgemäße oder keine korrekte Art von Kritikäußerung ist, wenn man jemand anderen beleidigt. Und wie er ganz am Anfang schon mal gesagt hat, was ich euch hier mit reinschneiden werde, dass er eben gesagt hat, dass ich armselig bin. Sorry, aber das ist in meinen Augen alles andere als sachgemäße oder fachgemäße Berichterstattung. Definitiv nicht. Wie arm das wirklich ist. Sorry, ich kann es nicht anders sagen. Wie gesagt. Du. Also das unbesiegt auf ewig ist auch wieder das Ende. Das hat er halt selber ans Haus geschrieben. Aber wie gesagt, ja gut, hat er ja recht. Es heißt ja nicht, dass Rainer Winkler nicht oder nie recht hat. Hey Henk, woher kennst du denn bitte meine 2 Regeln? Regel Nummer 1, Drache hat immer recht. Regel Nummer 2, hat er einmal nicht recht, hat automatisch Regel 1 in Kraft. Wahnsinn. Respekt. 2014 ungefähr oder 2013. Da sind also noch die letzten Arbeiten vom Rudi sichtbar. Da hat sich also noch jemand Mühe gegeben, das Haus in Stand zu halten. Ich weiß, wer sich an dieser Stelle keine Mühe gegeben hat, Henk, und zwar du. Denn wenn du dir etwas Mühe gegeben hättest, ja, so wie zum Beispiel mit dem gruseligen Vorbereiten von dem Bild neben deinem Rechner, dann wüsstest du, dass mein Vater 2011 gestorben ist. Und ich sagte im Video, 2014 oder 15 ist das Bild da aufgenommen worden. Was bedeutet, da ist mein Vater bereits seit 3 oder sogar 4 Jahren tot. Und wenn du ein Grundstück auch nur ein halbes Jahr verfallen lässt, sieht das nicht so aus, wie das da aussieht bei mir auf dem Bild. Mein Gott. Rainer, wenn du kein Englisch kannst, benutze es doch nicht. Lesen kann der gute Henk also offensichtlich auch nicht, denn er kann ein Auf nicht von einem Uff unterscheiden. Oder Off. Also Off wird ja OF geschrieben, aber da steht ja Auf. Das ist Fuck auf Hater. Und auch in Deutschland spricht man Fuck ja auch als ganz normales Wort aus. Das heißt, Fuck auf Hater hat schon seinen Grund, dass das so dasteht. Aber ich weiß nicht, ob er es jetzt einfach nicht lesen konnte, weil es zu klein war, oder ob er einfach jetzt wieder provozieren wollte. Jedenfalls lächerlich. Ja, glaube ich ihm auch. Dass die Reichweite kommt halt auch, weil Ofenkäse das eben mit Spaß macht. Und das merkt man dann auch und dementsprechend. Und er ist sehr sachlich dabei und dementsprechend kriegt dann auch seine Followerzahl. Sieht man auch wieder ganz schön, dass wieder mal ein typisches Klischee erfüllt wird von dem, was mir immer gesagt wird. Man wiederholt sich sehr oft. Und er hat sich jetzt 3-mal in einem Video wiederholt. Bei mir klappt es halt eben nicht. Ja, dann ist Rainer halt erwähnt neidisch und muss das jetzt jemand dementsprechend auch rauslassen. Na, Henk, ich bin nicht neidisch auf dich. Du machst Geld und Reichweite und Klicks mit meinem Content, mit mir, mit meinem Gesicht. Warum soll ich neidisch sein auf mich selbst oder was? Auf wen soll ich neidisch sein? Auf mich selbst oder was? Was ist das denn? Du machst Geld und Reichweite mit meinem Gesicht? Oder glaubst du, es schaut jemand wegen deinem Gesicht zu? Wobei ich an dieser Stelle wieder sagen muss, in diesem Sinne wieder Props an dich, denn du zeigst dein Gesicht wenigstens, anders als Ofenkäse und so weiter. Wobei ich mittlerweile auch weiß, wie er und wie Mimon aussieht, aber das ist wieder ein anderes Thema. Wie ich schon sagte, das ist eine Lüge von ihm. Natürlich will er... Woher weißt du das, Rainer? Gesunder Menschenverstand, mein lieber Henk. Denn Tatsache ist, er sagt, dass ihm Fame egal ist. Und kurz darauf sagt er, wie viele Leute er als Reichweite hat. Wenn ich das früher gemacht habe, und ja, das habe ich auch gebracht, dann hat es geheißen, ihm ist keine Fame-Reichweite egal, denn dann würde er es nicht ansprechen. Aber genau das macht jetzt Ofenkäse, was ihr mir vor 10 Jahren vorgeworfen habt. Dieses Gemecker über Geldverdienerei ist sowieso, also es ist so niedlich. Henk, hast du schon mal den Unterschied zwischen Gemecker und einer Auflistung von Ereignissen, Situationen oder in diesem Fall Aufzählungen anderer Aktionen? Hast du schon mal verstanden, was da der Unterschied ist? Weil Gemecker ist etwas anderes.
Auch das ist natürlich eine Sache, die er sagt und dann hinterher versucht, damit noch mehr Geld zu verdienen. Weiß Rainer, was unterschwellig ist? Ja, mein lieber Henk, ich weiß, was unterschwellig bedeutet. Okay, an dieser Stelle habe ich das Ganze abgebrochen. Aber was heißt abgebrochen jetzt? Nicht mehr reingenommen, als ich eigentlich ursprünglich wollte. Deswegen bitte ich um Entschuldigung, sonst wäre das Video jetzt zu lang geworden. Aber ganz ehrlich, wir haben auch so mehr als genug Content, über 22 Minuten. Wenn ich jetzt fertig bin, wahrscheinlich etwa 25 Minuten, weil ich mal wieder endlos laber und nicht zum Punkt komme. Also entschuldige ich mich schon im Vorfeld. Teilt mich bitte gerne auf TikTok mit meinem Trailer, den ich euch noch hochlade. Da werde ich vielleicht was aus dem Punkt nehmen, den ich jetzt gerade hinterlassen habe. Und darüber hinaus danke ich euch fürs Zuschauen, fürs Abonnieren, fürs Dabeisein und vor allem, meine Lieben, danke ich euch dafür, dass ich immer wieder neuen Content produzieren kann, denn ohne euch gäbe es mich nicht. Und das ist eine Tatsache, denn ohne euch würde, also es gäbe mich schon, aber nicht in dieser Form. Ne? Um das von Henk nochmal aufzugreifen, um von dir nochmal aufzugreifen, Henk, du hast recht, ohne euch gäbe es mich nicht in dieser Form. Denn ohne euch würde ich kein YouTube machen, ohne euch würde ich kein Live machen, ohne euch würde ich kein Geld mit YouTube verdienen, ohne euch würde ich, hätte ich, sonst was. So, Tatsache ist, ich bin da, Tatsache ist, dank euch verdiene ich Geld, Tatsache ist, dank euch habe ich auch kein Haus mehr. Das bezieht sich vor allem auf die Kritiker, nicht auf die Hater und nicht auf die Fans und Zuschauer. Nur um das auch mal anzusprechen. Wem auch sei, ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Drache, haut rein und tschüss.